Also kann ich jetzt aufrufen den Tagesordnungspunkt 1, das ist die Fragestunde. Ich rufe auf die Frage 610, Frau Abg. Geis. Meine Damen und Herren, ich unterbreche ganz kurz, weil das geklärt werden muss. Also bei uns ist das nicht angekommen. Wir machen das nach der Fragestunde. Okay, bis ich den Text habe. Danke schön. Frau Kollegin Geis, wo ist Ihr? Ich frage die Landesregierung, werden in den künftigen Teams der Schulevaluation wie zuvor in denen der Schulinspektion Eltern beteiligt sein? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abg. Geis, Eltern gehörten auch in dem nun abgeschlossenen Regelverfahren der Schulinspektion nur vereinzelt als sogenannte Peers zum Inspektionsteam und konnten hospitieren, aber ohne in den Bewertungsprozess eingebunden zu sein. Zu dem Verfahren gehörte allerdings verbindlich, dass Eltern im Rahmen eines gesonderten Interviews zur Qualität der Schule befragt wurden und diese Angaben als eine Datenquelle mit in die Gesamtbewertung der Schule eingeflossen sind. Ob eine Einbindung von Eltern als Peers in die Inspektionsteams oder als Datengrundlage zur evaluativen Bewertung einer Schule auch zukünftig stattfindet, hängt maßgeblich vom schulspezifischen Evaluationsauftrag ab, der in Zukunft entweder von der Schule selbst oder durch die regionale Schulaufsicht erteilt wird. Konzeptionell spricht nichts gegen eine Elterneinbindung. Es wird daher im Einzelfall zu prüfen sein, ob die Einbindung hilfreich oder sogar erforderlich ist. Zusatzfrage, Frau Abg. Geis. Vielen Dank, Herr Kultusminister. Besteht denn eine Planung zukünftig Eltern, also nicht in den Einzelfallprüfungen, sondern generell in diesen Prozess einzubeziehen? Herr Kultusminister. Frau Abg. Geis, es wird die Grundregel geben, natürlich, dass man immer die Frage der Einbindung von Eltern prüfen wird. Und je nach dem Evaluationsauftrag, je nach der spezifischen Fragestellung, werden sie dann eben im Einzelfall einbezogen oder nicht. Ich rufe auf die Frage 611, Herr Abg. Rentsch. Herr Präsident, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wie viele Bewerber für den Richterdienst und für die Staatsanwaltschaften in Hessen, die bereits vom Richterwahlausschuss akzeptiert worden sind, haben im Jahr 2016 dennoch vor Eintritt in den Justizdienst ihre Bewerbung zurückgezogen? Frau Ministerin Kühne-Hörmann. Sehr geehrter Herr Kollege Rentsch, es waren 8 Bewerber. Zusatzfrage, Herr Abg. Rentsch. Frau Ministerin, auf was führen Sie das zurück und ist diese Quote im Vergleich zu anderen Ländern höher? Frau Ministerin. Also diese Quote ist außerordentlich gering und die privaten Gründe spielen eine Rolle. Aber wir haben bei manchen Erkenntnisse, wie das gelaufen ist. 5 Bewerber haben persönliche Gründe für die Rücknahme ihrer Bewerbung angegeben. Eine Bewerberin hat es vorgezogen, auf ihrer Stelle zu bleiben als Rechtsanwältin in einer Kanzlei, von der aus sie sich in den Richterdienst beworben hatte. Eine Bewerberin hat eine Stelle an einer Universität angenommen. Und ein Bewerber war dabei, dem die Verwendungsbreite von Anfang an zu groß war. Das heißt, es war nicht genau die Stelle an dem Ort, die er haben wollte. Aber bei, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, das müsste ich nachreisen, bei ungefähr 60 bis 70 Bewerbern pro Jahr ist das eine sehr geringe Quote. Und aus persönlichen Gründen ist das immer der Fall gewesen, dass mancher sich dann noch umentscheidet. Danke. Frage 613, Herr Abg. Weiß. Ich frage die Landesregierung. Entschuldigung, bitte. Ihr müsst euch schon deutlicher melden. Okay. Herr Kollege Greilich hat noch eine Zusatzfrage. Bitte um Entschuldigung. Bitte schön. Geht's jetzt? Ja. Frau Ministerin, trifft es zu, dass die Quote derjenigen, die zurückgezogen haben, noch nie so hoch war wie in dem von Ihnen beschriebenen Zeitraum? Frau Ministerin. Kann ich nichts sagen. Ich will das gerne nachprüfen, aber in der Vergangenheit ist auch keine Statistik darüber geführt worden, welche Bewerber aus welchen Gründen denn abgesagt haben. So, jetzt kommen wir dann, Herr Kollege Weiß, zu Ihrer Frage. Bitte um Entschuldigung. Ja,
zweiter Versuch. Ich frage die Landesregierung, zu welchen Ergebnissen ist die eingesetzte Arbeitsgruppe aus dem Hessischen Verkehrsministerium und der Fraport AG zu den Ereignissen am Frankfurter Flughafen am Freitag, 22. Juli 2016 gekommen? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Weiß, Gewitter und zu starker Rückenwind haben in der Nacht vom 22. Juli den Flugbetrieb so beeinträchtigt, dass trotz erteilter Ausnahmegenehmigungen 41 Maschinen mit mehreren tausend Passagieren am Frankfurter Flughafen nicht mehr starten konnten. Daraufhin haben mein Ministerium und der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport die Bildung einer Arbeitsgruppe vereinbart, um die Abläufe in der Gewitternacht zu untersuchen und zu beraten, wie sie weiter verbessert werden können. Die Arbeitsgruppe ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es notwendig ist, in solchen Ausnahmesituationen bereits bei der Beantragung von Ausnahmegenehmigungen seitens der Luftverkehrsgesellschaften eine Priorisierung vorzunehmen. Dies soll dazu beitragen, dass möglichst viele Fluggäste mit Ausnahmegenehmigungen dann vor 24 Uhr starten können. Vereinbart wurde ferner, dass alle Beteiligten in den nächsten Wochen die Kommunikationswege untereinander auf weiteres Optimierungspotenzial prüfen werden. Und zusammenfassend hat die Arbeitsgruppe festgestellt, dass die operativen Abläufe im Zusammenhang mit der seit nunmehr nahezu 5 Jahren bestehenden Nachtflugregelung weitestgehend optimiert worden sind. Die vorgenannten Verbesserungen können Ereignisse, wie sie am 22.07.16 eingetreten sind, nicht verhindern, deren negative Auswirkungen aber möglicherweise reduzieren. Zusatzfrage, Herr Kollege Weiß. Herr Minister, die Ausnahmen dürfen ja nur erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass die genehmigten Flüge auch vor 24 Uhr rausgehen. Die Genehmigungsbehörde hat da eine eigene Prüfungspflicht. Wie stellt denn die Landesregierung hier sicher, dass das gewährleistet ist, dass die genehmigten Flüge dann auch vor 24 Uhr rausgehen? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Entschuldigung, Ihre Fragestellung korrigiere ich ungern, aber Ihre Fragestellung geht von falschen Voraussetzungen aus. Die Fluggesellschaften müssen beantragen, wenn sie aufgrund von Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Und die Luftaufsicht hat zu prüfen, ob man am Ende in einer solchen Antragstellung diesem Antrag stattgibt, wenn also die Gründe nicht im Einflussbereich der Fluggesellschaft sind oder nicht. Bei der Frage, wie viele Ausnahmegenehmigungen beantragt werden, gab es wohl offensichtlich, das darf ich in diesem Falle mal sagen, beim größten Kunden, bei der Lufthansa, keine Priorisierung, mit dem Ergebnis, dass teilweise innerdeutsche Flüge rausgegangen sind, aber Langstreckenflüge nicht. Und genau das soll jetzt verändert werden. Zusatzfrage, Kollege Weiß. Herr Minister, es gab im Zusammenhang mit diesem Ereignis nachher in der öffentlichen Diskussion den Vorschlag, dass man es so handhaben könnte, dass man sagt, alles, was ab 23.30 Uhr die Position verlassen hat, darf noch raus. Wie steht die Landesregierung zu diesem Vorschlag? Herr Kollege Al-Wazir. Also die Priorisierung ist nicht unsere Aufgabe, sondern Aufgabe der Luftverkehrsgesellschaften. Und zweitens, es wäre eine Veränderung des Planfeststellungsbeschlusses. Und ich habe nicht vor, an dieser Stelle das Nachtflugverbot aufzuweichen. Ich weiß, dass es eine Veränderung, also dass diese Fragestunde ja bedeutet, Parlament befragt Regierung und nicht Regierung befragt Parlament. Aber ich hatte bisher auch die SPD nicht so verstanden, als wollte sie das Nachtflugverbot aufweichen. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Kummer. Herr Minister, finden Sie es richtig, dass in diesen Witterungssituationen dem Bedürfnis der Passagiere, nachts noch starten zu dürfen, Priorität eingeräumt wird vor dem Ruhebedürfnis der Bevölkerung in unserer Region, wenn man die Zahlen miteinander vergleicht? Sind das ein Vielfaches der Menschen, die in ihrem Schlaf gestört werden, um einer viel geringeren Zahl von Passagieren es zu ermöglichen, nachts noch zu starten? Herr Staatsminister Al-Wazir. Jetzt kommt die alte Haltung der SPD wieder raus, im Gegensatz zur Frage vorher. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, und um das vielleicht mal einzuordnen, wir hatten am
22.07. eine Situation, wo wahnsinnig viel zusammenkam. Nein, nein, wo wahnsinnig viel zusammenkam. Es gab Gewitter, es gab eine Einstellung der Abfertigung wegen Blitzeinschlägen auf dem Vorfeld, und zwar zweimal, zwischen 20.30 Uhr und 21.32 Uhr, zwischen 22.27 Uhr und 22.48 Uhr. Es gab verschiedene Anflugsteuerungen wegen dieser Gewitter von 16.30 Uhr bis 22 Uhr. Es gab eine völlige Einstellung der Anflüge zwischen 19.45 Uhr und 20.15 Uhr. Es gab gleichzeitig die Situation, dass der Nordwind so stark war, das kommt selten in dieser Kombination vor, dass von 18.22 Uhr bis 23.02 Uhr die Startbahn West überhaupt nicht genutzt werden konnte und wegen südlich stehender Gewitter dann auch da nicht mehr genutzt werden konnte, als der Nordwind sozusagen nicht mehr so stark war, jedenfalls bis 23.40 Uhr. Und am Ende, weil alles zusammenkam, eine Art Verstopfung auf den Zurollwegen zu den Startbahnen, wo sozusagen Luftfahrzeuge ohne Startfreigabe da standen, andere, die eine Ausnahmegenehmigung hatten, blockiert hatten. Das hatte viel damit zu tun, dass die Luftverkehrsgesellschaften quasi für alle Ausnahmegenehmigungen beantragt hatten. Und im Ergebnis kam es zu dieser Situation. Und in der Arbeitsgruppe wurde dann unter anderem auch über die Frage geredet, wie in Zukunft dafür gesorgt werden kann, dass man weniger Zeit braucht für die Kommunikation untereinander und dass die Luftverkehrsgesellschaften aus dem Interesse der Passagiere heraus die Flugzeuge, wo die meisten Leute drin sitzen, die am weitesten weg wollen, vielleicht priorisieren vor anderen. Und ich will es mal so sagen, ich kann es jetzt nicht beschwören, aber ich würde mal behaupten, in den letzten 5 Jahren, seitdem es die Nachtflugregelung gibt, gab es eine solche Situation in der Kombination nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass man jetzt nicht von einer solchen Einzelsituation in 5 Jahren eine generelle Veränderung der Nachtflugregelungen ableiten sollte. Frage 614, Herr Abgeordneter Bauer. Ich frage die Landesregierung, unterstützt sie zur Öffentlichkeitsbeteiligung und zur Projektbegleitung der Bahnneubaustrecke Rhein-Main-Rhein-Neckar die frühzeitige Einbindung der betroffenen Gemeinden und engagierten Bürgerinitiativen? Herr Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Herr Abgeordneter Bauer, ja, die Landesregierung begrüßt und unterstützt nachdrücklich eine frühzeitige Einbindung der Öffentlichkeit zur Begleitung von Bahnprojekten wie der Neubaustrecke Rhein-Main-Rhein-Neckar. Derzeit wird bereits der Planungsprozess der Aus- und Neubaustrecke Hanau-Würzburg-Fulda auf Initiative der Landesregierung durch eine Beteiligung der Öffentlichkeit begleitet. Im Mai 2014 wurde mit der konkreten Umsetzung des Modellprojekts einer Öffentlichkeitsbeteiligung begonnen, dessen Besonderheit, so ähnlich wie bei Rhein-Main-Rhein-Neckar, darin besteht, dass die Öffentlichkeit unmittelbar, also vom ersten Tag der Planung an, einbezogen wurde. Mit dieser Vorgehensweise wird die Öffentlichkeit über die Ziele und Auswirkungen von Vorhaben von Anfang an informiert und der Planungsprozess transparent und nachvollziehbar gestaltet. Wir haben uns als Landesregierung im Spitzengespräch mit der Deutschen Bahn gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten im Januar darauf geeinigt, auch die Gemeinden und Bürgerinitiativen bei der Neubaustrecke Rhein-Main-Rhein-Neckar in einer ähnlichen Weise frühzeitig einzubinden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit einer verfestigten Planung konfrontiert werden, sondern sich bereits bei den ersten Planungsüberlegungen beteiligen können. So wollen wir verhindern, dass an den betroffenen Menschen und ihrer Sachkunde vorbei geplant wird. Wir wollen also die Menschen mitnehmen und so die Akzeptanz für Projekte verbessern. Am 30. September hat in Darmstadt ist der Startschuss gefallen für genau dieses Beteiligungsforum. Und es wird dort von der Bahn organisiert unter Moderation eines Dritten, nämlich dem IFOG, dem Institut für Organisationskommunikation. Und ich bin zuversichtlich, dass das in eine gute Richtung geht. Herr Abgeordneter Schmidt, drück mal das Knöpfchen. Herr Minister, Sie haben ja gerade die Stichwort-Moderatorin angesprochen. Wird die Landesregierung sicherstellen, dass die Federführung des Beteiligungsforums durch einen echten, neutralen
Moderator erfolgt und nicht durch jemanden, der von der Deutschen Bundesbahn beauftragt wird. Staatsminister Al-Wazir. Die Deutsche Bahn wird an dieser Stelle etwas machen, und zwar in Hessen jeweils sozusagen als Pilotprojekt, nämlich in dem Bereich Frankfurt-Fulda und im Bereich Rhein-Main-Rhein-Neckar, was es so vorher noch nie gab, nämlich die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vom Anfang an, nicht erst dann, wenn sozusagen der konkrete Plan fertig ist und dann vom Vorhabenträger verteidigt wird, sondern von Anfang an. Und ich kann hinzufügen, Herr Abgeordneter Schmidt, das Wort Beteiligungsforum geht mit auf meinen Wunsch zurück. Weil in Hanau, Hanau-Fulda, hieß es noch Dialogforum. Und es gab dann den Wunsch, sozusagen Stichwort Projektbeirat. Und ich habe ausdrücklich gesagt, das ist klar und es soll auch im Namen schon klar sein, es geht nicht nur um, ich sage mal, ein nettes Miteinanderreden, sondern es soll wirklich um Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gehen, Beteiligung der Kommunen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch gelingt. Und ich darf hinzufügen, wenn jetzt die Kritik an der Bahn ist, dass die Bahn das Verfahren bezahlt, muss ich Ihnen mal nicht als Mitglied der Landesregierung, sondern als ordentlicher Grüner sagen. Ich habe das als ordentlicher Grüner immer so gelernt, Verursacherprinzip gilt im Umweltrecht. Und deswegen finde ich es völlig richtig, dass die Bahn das Ganze bezahlt und jemanden beauftragt. Wer denn sonst? Zusatzfrage, Abgeordneter Bauer. Herr Minister, bei der von Ihnen erwähnten Informationsveranstaltung am 30.09. in Darmstadt wurden ja von Vertretern aus Südhessen massivst die Forderung nach einem Projektbeirat erhoben. Ist das mit Ihren Äußerungen kompatibel nach einer bestmöglichsten Beteiligung und Mitbestimmungsmöglichkeit? Herr Staatsminister Al-Wazir. Also, Sie müssen sehen, dass der Wunsch nach einem Projektbeirat, der diesen Namen trägt, von dem Projekt Rheintalbahn rund um Karlsruhe kommt. Jetzt muss man dazu wissen, dass die Rheintalbahn in Karlsruhe früher so geplant wurde, wie man halt früher geplant hat, nämlich erst eine Planung fertig machen und dann die Öffentlichkeit beteiligen. Im Ergebnis ist dieses Projekt nach 10 Jahren gescheitert. Und als es gescheitert war, also schon richtig vor die Wand gefahren, dann hat man einen Projektbeirat eingesetzt. Wir sind hier glücklicherweise in einem viel früheren Stand des Verfahrens. Und deswegen ist völlig klar, dass das Beteiligungsforum, so wie es jetzt heißt, mit Vertretern aus Bürgerinitiativen, Wirtschaft, Politik, Naturschutzverbänden, Fahrgastverbänden insgesamt und in den jeweiligen Arbeitsgruppen beteiligt ist. Weil ich gehe mal davon aus, die Bürgerinitiative aus Lorsch-Einhausen wird sich weniger mit der Weiterstädter-Frage beschäftigen. Die Weiterstädter werden sich weniger mit der Frage von dem Zulauf auf den Knoten Mannheim beschäftigen. Und deswegen ist es auch richtig, das jeweils in unterschiedlichen Arbeitsgruppen zu machen. Und wir werden alle beteiligen, beziehungsweise die Bahn wird alle beteiligen, aber wir werden auch dabei sein und darauf achten, dass es eben kein Kaffeekränzchen wird, sondern wirklich ein Beteiligungsforum. Am Ende allerdings muss natürlich der Vorhabenträger entscheiden und am Ende sogar die Volksvertretung, nämlich der Deutsche Bundestag, bei der Frage, für welche Projekte das Geld bereitgestellt wird. Das ist klar. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Kummer. Minister, werden Sie sich dafür einsetzen, dass bei der beabsichtigten Bürgerbeteiligung auch die Kommunen und Bürgerinnen und Bürger an den Bestandsstrecken, beispielsweise an der Riedbahn, ebenfalls in diesen Prozess mit einbezogen werden, weil ja abzusehen ist, dass an den Bestandsstrecken sich durch die Neubaustrecke ebenfalls erhebliche Veränderungen in der Verkehrsabwicklung ergeben werden? Herr Verkehrsminister Al-Wazir. Also ich habe dort gesehen, nicht nur den Bürgermeister von Lorsch, sondern auch den Bürgermeister von Lampertheim. Ich habe, wenn ich mal so insgesamt ins Audimax der TU Darmstadt am 30. September geschaut habe, viele gesehen, die insgesamt betroffen sind. Und natürlich werden die alle miteinander auch beteiligt, so sie betroffen sind. Und ich will das an dieser Stelle mal sagen, für die Anwohnerinnen und Anwohner an den Bestandsstrecken, nämlich an der Riedbahn und der Main-Neckar-Bahn, ergeben sich durch die Neubaupläne große Chancen.
Chancen, dass der Güterverkehr nachts auf der Neubaustrecke, dass der Güterverkehr nachts auf der Neubaustrecke ist, dass man sozusagen an dieser Stelle zusätzlichen Nahverkehr tagsüber abwickeln kann, wenn der Fernverkehr auf der Neubaustrecke ist. Und natürlich geht es auch um die Lärmsanierung an den Bestandsstrecken, das ist völlig klar. Und es ist ein Bestandteil dessen, was dort diskutiert wird, die Verkehrslenkung, dass man nämlich auch sicherstellen kann, dass bestimmte Verkehre dann auf den Bestandsstrecken nicht mehr sind. Und ich glaube, wenn man sich das alles mal insgesamt betrachtet, haben wir große Chancen, das will ich noch mal ausdrücklich sagen, dass der größte Engpass im bundesdeutschen Schienennetz, was den Fernverkehr angeht, dass dieser Engpass wirklich an dieser Stelle auch aufgeweitet wird, dass wir die Möglichkeit haben, mehr Fernverkehr, gleichzeitig mehr Güter auf die Schiene zu bringen, mehr Nahverkehr und das Ganze bei Lärmschutz nach Stand von heute und nicht Stand von vor 100 Jahren. Und wenn man sich das alles zusammen mal betrachtet, ich darf mal darauf hinweisen, ein Drittel der Verspätungsminuten im bundesdeutschen Fernverkehr, im Verkehr der Deutschen Bahn, entstehen in dem Bereich Frankfurt, dann müssten wir alle gemeinsam ein Interesse haben, dass das schnell vorankommt, und zwar im Interesse auch aller Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch im Interesse des ganzen Landes. Vielen Dank. Ich rufe auf die Frage 615, Herr Abgeordneter Yüksel. Ich frage die Landesregierung, welche Altersgruppen erhalten an Schulen für Erwachsene die Möglichkeit, ein deutsches Sprachzertifikat zu erwerben? Herr Kultusminister Fössler-Lord. Herr Abgeordneter Yüksel, in die Schulen für Erwachsene werden grundsätzlich Studierende ab einem Alter von 18 Jahren aufgenommen. Abendhaupt- und Abendrealschulen ermöglichen ihnen dann den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses und des mittleren Abschlusses. Hessenkollegs und Abendgymnasien bieten einen eigenständigen Weg zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Die Stundentafel der Schulen für Erwachsene sieht außerdem die Möglichkeit der Einrichtung von Kursen im Fach Deutsch als Zweitsprache vor. Darüber hinaus wurden im Februar 2016 spezielle Sprachförderkurse für Flüchtlinge im Alter von 20 bis 21 Jahren eingerichtet. Vorrangiges Ziel dieser Sprachförderkurse an den Schulen für Erwachsene ist der Erwerb von sprachlichen Kompetenzen in der Niveaustufe B1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Im Hinblick auf die Feststellung des erreichten Sprachstands am Ende des Kurses werden derzeit verschiedene Möglichkeiten der Zertifizierung geprüft. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. No. Herr Kultusminister, wie begründen Sie die Einschränkungen auf 20- bis 21-Jährige bei den speziellen Sprachförderkursen? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, das war einfach dieses spezielle Programm, was wir aufgelegt haben im Zuge des sogenannten Asylpakets, das wir hier im Dezember 2015 im Hessischen oder das hier im Dezember 2015 im Hessischen Landtag verabschiedet worden ist. Dazu gehörte die Einrichtung eines Kontingents für Interklassen für die Altersgruppe 18 bis 20 und die Einrichtung eines speziellen Kontingents an den Schulen für Erwachsene für die Altersgruppe 20 bis 21. Selbstverständlich stehen älteren Schülerinnen und Schülern auch alle grundsätzlichen Möglichkeiten der Schulen für Erwachsene offen. Aber dieses Kontingent ist eben ganz speziell für diese Klientel geschaffen worden. Dann kommen wir zur Frage 616, Herr Kollege Yüksel. Ich frage die Landesregierung, wie wird der Lehrermangel an hessischen Schulen, insbesondere der Henri-Dunant-Schule in Frankfurt-Sossenheim bekämpft? Herr Kultusminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Yüksel, derzeit liegt kein grundsätzlicher Mangel an Lehrkräften in Hessen vor. Zwar ist ein Bewerberbedarf im Lehramt an Grundschulen und insbesondere an Förderschulen zu verzeichnen, aber die Grundunterrichtsversorgung ist überall gewährleistet. Das Hessische Kultusministerium hat aufgrund des erhöhten Bedarfs in den beiden genannten Lehrämtern bereits Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderschullehrkraft initiiert. Weiterbildungsmaßnahmen zur Grundschullehrkraft werden derzeit geprüft. Darüber hinaus befinden wir uns im ständigen Gespräch mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst über Ausbildungskapazitäten an den Universitäten.
Im Sinne einer ökonomisch verantwortungsvollen Lenkung und Steuerung werden dabei langfristig strukturelle Veränderungen und Planungen sorgfältig geprüft und abgewogen. Was die Henri-Dunant-Schule in Frankfurt-Sossenheim anbetrifft, so besteht dort aktuell eine Unterrichtsversorgung von 104,04%. Dem Schulleiter der Henri-Dunant-Schule und dem staatlichen Schulamt in Frankfurt ist es in enger Abstimmung und konstruktiver Kooperation gelungen, die hierfür notwendigen Personalmaßnahmen umzusetzen. Die Henri-Dunant-Schule ist demzufolge insgesamt sehr gut versorgt. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. Herr Kultusminister, bedeutet diese Aussage, dass inzwischen alle Stellen an Grundschulen mit Lehrkräften besetzt sind, die ein zweites Staatsexamen haben, bezogen auf die Grundunterrichtsversorgung? Herr Kultusminister. Nein, Herr Abgeordneter Degen, es gibt natürlich auch die Fälle von Vertretungen, die auch auf festen Stellen stattfinden kann. Zum Beispiel, wenn die Grundschullehrkraft, die eigentlich die feste Stelle innehat, beispielsweise längerfristig erkrankt ist oder sich auch im Mutterschutz befindet. In solchen Vertretungsfällen kann auch ausnahmsweise mal der Grundunterricht mit Kräften abgedeckt werden, die nicht unbedingt ein zweites Staatsexamen haben. Frage 617, Herr Kollege Quanz. Ich frage die Landesregierung, welche Schritte hat sie unternommen, um bei der Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans darauf Einfluss zu nehmen, dass die Ortsumfahrung im Bereich von Neu-Eichenberg-Hebenshausen in den vordringlichen Bedarfsplan aufgenommen wird? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Quanz, im Hinblick auf den vorliegenden Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 ist zunächst festzustellen, dass die Ortsumfahrung Hebenshausen durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in den weiteren Bedarf eingestuft wurde. Bei der Bewertung, die der Einstufung zugrunde liegt, erreicht die Ortsumfahrung ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1,0. Das heißt, der bewertungsrelevante Barwert der Kosten liegt mit 12,9 Millionen Euro ebenso hoch wie der Barwert des Nutzens mit 12,7 Millionen Euro. Eine Wirtschaftlichkeit des Projektes ist also gerade noch gegeben. Der vergleichsweise geringe volkswirtschaftliche Nutzen des Projektes bei relativ hohen Investitionskosten hat sicherlich dazu geführt, dass dieses Projekt keine Einstufung in den vordringlichen Bedarf erhalten hat. Die Landesregierung hat deshalb keine Aktivitäten unternommen, die Ortsumgehung in den vordringlichen Bedarfsplan aufzunehmen, da die Einstufung des Projektes im Entwurf des BVWP auch aus unserer Sicht schlüssig war. Zusatzfrage, Herr Kollege Quanz. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat also die Landesregierung keinen Einfluss genommen, obwohl aus den Gemeindegremien ein Begehren vorlag. Herr Staatsminister Al-Wazir. Die Gemeinde Neu-Eichenberg hat sich einmal telefonisch bei uns gemeldet und die Frage geklärt, ob wir eine Erklärung dafür hätten, dass die Ortsumgehung im weiteren Bedarf gelandet ist. Wir haben das mitgeteilt, was ich Ihnen auch gerade mitgeteilt habe. Dann hat der Landrat des Werra-Meißner-Kreises, der Herr Reuß, uns angeschrieben. Der Staatssekretär hat geantwortet, hat im Prinzip dasselbe geschrieben, was ich Ihnen auch gerade gesagt habe, und viel mehr kam nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist woanders ganz anders gewesen. Ich schaue mir den Abgeordneten Kummer an und denke an Groß-Gerau-Dornheim oder ich denke an Schlangenbad-Wambach. Ganz offensichtlich war das dort, sage ich mal, etwas anders auch in der Bewertung. Sie müssen auch eines sehen, es sind ja sehr, sehr, sehr viele Projekte angemeldet worden, aber ohne Einstufung. Die Einstufung macht dann der Bund. Wenn man am Ende für jedes Projekt, was nicht im vordringlichen Bedarf landet, sich wieder am Ende als Land einsetzt, dass es doch in den vordringlichen Bedarf kommt, dann würde man vielleicht dafür sorgen, dass Projekte, Stichwort Groß-Gerau-Dornheim, wo wir die Aufstufung geschafft haben, es dann vielleicht nicht schaffen würden. Und dementsprechend haben wir uns an dieser Stelle nicht eingesetzt. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Quanz. Herr Staatsminister, haben Sie uns aufgefordert oder vielleicht sogar gebeten, bei dem Meißner-Kreis etwas stärker, lautstärker unsere Interessen zu vertreten? Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich kenne viele
Menschen im Werra-Meißner-Kreis, die auch in der Lage sind, ihre Argumente sehr lautstark vorzubringen. Und dementsprechend mache ich mir da keine Sorgen, wobei auch die Lautstärke der Argumente den Nutzen-Kosten-Faktor nicht verändert. Und deswegen sozusagen bin ich gespannt. Ich will an dieser Stelle auch noch mal sagen, am Ende ist der Bundesverkehrswegeplan nur die Grundlage für die Ausbaugesetze. Die Ausbaugesetze wiederum beschließt der Deutsche Bundestag. Also insofern können Sie mal den Kollegen Michael Roth, der ist, glaube ich, zuständig für Sie, in dieser Stelle bitten, aktiv zu werden. Ich ahne allerdings, dass er auch nichts anderes erreichen wird. Frage 618, Herr Abgeordneter Quanz. Die Landesregierung, welche Konsequenzen für die Planung und Durchführung einer Straßenbaumaßnahme hat es, wenn diese zwar im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans steht, aber derzeit keine Planung vorliegt bzw. ungewiss ist, wann mit der Planung begonnen wird und diese abgeschlossen ist? Herr Verkehrsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Quanz, der Bundesverkehrswegeplan 2030 umfasst bundesweit 936 laufende, fest disponierte und vordringliche Bundesfernstraßenprojekte. Die 78 vordringlich bewerteten hessischen Projekte wird die Landesregierung mit dem Ziel einer Konzentration des Planungs- und Genehmigungsaufwands in der kurz- und mittelfristigen Planung auf Projekte mit einer zeitnahen Umsetzungsperspektive priorisieren. Noch hat der Bundestag, wie ich gerade in der Frage vorher ja gesagt habe, die Ausbaugesetze nicht beschlossen. Deswegen haben wir logischerweise auch noch keine fertige Priorisierung. Trotzdem haben wir natürlich bereits mit der Arbeit begonnen. Da wird der Planungsstand der einzelnen Maßnahmen eine Rolle spielen, logisch. Es wird die Frage der verkehrlichen Wirkung eine Rolle spielen. Es wird die Frage der umweltfachlichen Wirkung eine Rolle spielen. Natürlich auch die Wirtschaftlichkeit eine Rolle spielen. Aber die Priorisierung der hessischen Maßnahmen kann natürlich erst nach der Verabschiedung des Fernstraßenausbaugesetzes mit dem Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen fertiggestellt werden. Und dementsprechend sind wir gespannt, wann der Deutsche Bundestag beschließt. Das ist für Ende des Jahres angekündigt, und das ist Voraussetzung für die weiteren Schritte des Landes. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Quanz. Herr Staatsminister Al-Wazir, können wir davon ausgehen, dass die Planungskapazitäten bei Hessen Mobil ausreichen, um dann zeitnah die entsprechenden Planungen voranzubringen? Herr Staatsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Quanz, ich weise manchmal darauf hin, dass der Bundesverkehrswegeplan aus guten Gründen Bundesverkehrswegeplan 2030 und nicht Bundesverkehrswegeplan 2016 heißt. Das bedeutet, dass logischerweise bei einer Vielzahl von Maßnahmen, die dort enthalten sind, deswegen macht man ja eine Priorisierung, man anfängt an bestimmten Punkten, wo es besonders dringlich ist oder wo die Vorarbeiten besonders weit vorangeschritten sind, und dann Schritt für Schritt die nächsten Punkte abarbeitet. Sie wissen auch, das haben wir ja, glaube ich, im letzten Plenum oder im vorletzten Plenum diskutiert, dass wir bei Hessen Mobil eine lange Phase auch des sozusagen Personalsabbaus im Planungsbereich hatten. Wir haben 2015 erstmals wieder genauso viele Ingenieure im dortigen Bereich eingestellt, wie ausgeschieden sind. Wir werden 2016 erstmals wieder mehr einstellen, als ausgeschieden sind. Wir haben die Planungsmittel deutlich erhöht. Wir haben das auch für das Haushaltsjahr 2017 vor. Und Ihr Nachbar war ja auch bei der kursorischen Lesung dabei. Der Kollege Weiß hat es auch explizit nachgefragt. In der Finanzplanung ist ein weiterer Anstieg der Planungsmittel vorgesehen. Und das ist ein Versuch, sozusagen an dieser Stelle wieder handlungsfähiger zu werden. Aber auch dann wird nicht alles im ersten Jahr gehen. Frage 619, Herr Abgeordneter Dietz. Ich frage die Landesregierung, welche steuerlichen Möglichkeiten bestehen aus Ihrer Sicht zur Unterstützung der von den Unwettern im Mai und Juni Betroffenen? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Dietz, die obersten Finanzbehörden haben im Anschluss an die verheerenden Unwetter im Mai und Juni 2016 mit BMF-Schreiben vom 28. Juni 2016
Gesundheit für die Feinschmecker nachzulesen im Bundessteuerblatt 1 aus 16, Seite 641. Umfangreiche steuerliche Unterstützungsmaßnahmen für die Betroffenen beschlossen. Im Bereich der Spenden gilt, dass die übliche 200-Euro-Grenze bis zu der die Einzahlungsbelege bzw. Kontoauszüge als Spendenbescheinigung ausreichen nicht. Das heißt, auch höhere Spenden können auf diesem vereinfachten Wege steuerlich geltend gemacht werden. Darüber hinaus können auch Spenden an eigentlich nicht steuerbegünstigte Personen oder Körperschaften, soweit sie Sonderkonten unterhalten und das Geld dann abführen an eine solche begünstigte Körperschaft, die den Betroffenen helfen soll, entsprechend steuerlich vereinfacht abgezogen werden. Als dritte wesentliche Maßnahme ist, wenn Unternehmen Sponsoringmaßnahmen ergreifen, die wiederum bei Wiederaufbaumaßnahmen oder Hilfsmaßnahmen helfen soll, die Abgrenzung der Unternehmensnützlichkeit sehr weit ausgelegt wird, sodass auch diese Sponsoringmaßnahmen steuerlich als Betriebsausgabe geltend gemacht werden können. Und vierter wichtiger Punkt ist, ich habe ergänzend zu dem BMF-Schreiben die hessischen Finanzämter angewiesen, bei Ermessensentscheidungen bei Betroffenen, also Frage von Stundungen oder Vorauszahlungen oder etwas großzügig oder Fristverlängerungsbitten großzügig im Interesse der Beteiligten zu verfahren. Dann können wir zur Frage 620 kommen. Herr Abgeordneter Greilich, bitte schön. Ich frage die Landesregierung, inwiefern findet entsprechend den Erläuterungen der Landesregierung, zum Beispiel die Fortbildungsveranstaltung Vorbereitung auf die Qualifikation zum Skiunterricht in der Schule mit dem Schwerpunkt der praktischen Schulung der Merkmale einer modernen Skitechnik und dem Ziel, die eigene Skitechnik zu verbessern, vom 18. bis 22. Februar 2017 in Fulpmes, Stubaital, mit Übernachtung und Halbpension, 5-Gänge-Menü, Sauna, für 360 Euro inklusive Skipass im Sinne, und ich zitiere die Äußerung der Landesregierung, moderne Lehrerfortbildung prozessbegleitend in der Schule statt und kann deshalb nicht in der unterrichtsfreien Zeit angeboten werden. Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Greilich, ich merke schon hier an den Reaktionen um mich herum, das scheint ein attraktives Angebot zu sein, das wir unseren Lehrkräften hier machen. Aber zum sachlichen Hintergrund. Gemäß der Verordnung über die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler vom 11. Dezember 2013, zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. August 2015, gibt es Sportarten, die an die Aufsichtsführung besondere Anforderungen stellen, weil zum Beispiel die Unterrichtsgestaltung in den Sportarten ein erhöhtes Gefährdungspotenzial ausschließen muss. Die Qualifikation und die Fortbildung in diesen Sportarten ist damit für Lehrkräfte eine dienstliche Verpflichtung. Schneesportkurse sind in Hessen seit Jahrzehnten etabliert. Der sogenannte Skierlass, welcher das Angebot von Schneesportkursen bisher geregelt hat, hat stets die hohe pädagogische Bedeutung der Kurse betont und den Schulen auch den Auftrag gegeben, die Kursplanung im Sinne der Mehrperspektivität des Sports anzulegen. Damit stehen nicht nur sportmotorische, fertigkeitsorientierte Ziele im Vordergrund des Kurses, vielmehr geht es auch um die Erziehung zur Selbstständigkeit im Sinne des überfachlichen Kompetenzerwerbs sowie der Ermöglichung von persönlichkeitsbildenden Erfahrungen. Dazu gehört die Stärkung des Selbstkonzepts, zum Beispiel das Erlebnis, seine Abfahrt zu bewältigen, das habe ich geschafft, das wirksame Erleben von Bewegungsfortschritten, sich etwas zu trauen. Außerdem die Naturerfahrungen, Sporttreiben in der Natur, auch mit der besonderen winterlichen Erfahrung und des Draußenseins. Und schließlich sozial-emotionale Erfahrungen, in der Gruppe lernen, sich einander unterstützen, Zufriedenheit für bewältigtes Erleben, Frust aushalten bei Misserfolg und Anstrengung als lohnend empfinden. Schulen, die so etwas anbieten, ich stelle vergnügt fest, ich kann hier offensichtlich etwas zur Verbreiterung des Allgemeinwissens über die Vielfalt unserer schulischen Angebote beitragen. Schulen, die zum Beispiel Schneesportfahrten anbieten, benötigen ein überdurchschnittliches Engagement ihrer Lehrkräfte, die im Rahmen dieser Angebote ihren Dienst verrichten, da die Lehrkräfte nicht nur organisatorisch-pädagogisch die Fahrt vorbereiten und durchführen müssen, sondern auch sportmotorisch und fachdidaktisch auf dem aktuellen Stand der Lehrmeinung sein müssen und jederzeit durch persönlichen Einsatz die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler gewährleisten müssen. Diese Vorbemerkung, meine Damen und Herren, erschien mir erforderlich, um jetzt speziell auf den Kurs zu der in Frage genannten Sportart einzugehen. Das betrifft das alpine Skifahren.
Ich glaube, es ist unmittelbar einleuchtend, dass alpines Skifahren, außer vielleicht in ganz besonderen Gegenden unseres schönen Hessenlandes, in Hessen nicht prozessbegleitend in der Schule angeboten werden kann. Das mag vor einigen Jahren, als die Winter noch härter waren, auch anders gewesen sein, aber so ist im Moment die Lage. Wie bei allen schulsportlichen Veranstaltungen im Rahmen von Schulwanderungen und Schulfahrten dürfen jedoch schulische Angebote nur von Lehrkräften der veranstaltenden Schule geleitet werden. Die Kompetenzerwartungen an diese Lehrkräfte zum Unterrichten und Leiten der Kurse schließen daher ein erhöhtes Maß an persönlicher sportmotorischer Qualifikation ein und deswegen wird der benannte Kurs zur Vorbereitung auf den eigentlichen Qualifikationskurs angeboten. Der Qualifikationskurs, um diese Frage vielleicht gleich mit zu beantworten, umfasst insgesamt 11 Ausbildungstage, wobei 10 Tage in den Alpen und ein Theorie- und Vorbereitungstag in Hessen stattfinden. Der Kurs liegt in der Unterrichtszeit, beinhaltet aber stets 5 bis 6 Wochenendtage und 5 bis 6 Unterrichtstage. Ausschließliche Kurse in den Ferien würden zu einem deutlich erhöhten Kostenniveau führen, beziehungsweise die Unterkunft würde nicht freigemeldet werden. Schulen möchten aufgrund von Personalwechseln, Pensionierungen oder auch persönlichen Veränderungen immer wieder ihre Lehrkräfte für den Einsatz in solchen Schneesportkursen qualifizieren. Da der Qualifikationskurs sowohl zeitintensiv als auch bezüglich der Prüfungsanforderungen anspruchsvoll ist, ergibt ein Vorbereitungskurs für diejenigen Lehrkräfte Sinn, die sich unsicher fühlen oder intensiven Beratungsbedarf mit Blick auf die anstehende Prüfung haben, gleichwohl von der Schule für einen zukünftigen Einsatz unbedingt benötigt werden. Die Terminierung dieser Fortbildungskurse wird stets mit Weitblick und Ausgewogenheit betrieben, um die Belange aller Beteiligten zu berücksichtigen. Bei mehrtägigen Veranstaltungen, das gilt jetzt nicht nur für die Schneesportkurse, binden die Termine daher in der Regel unterrichtsfreie Tage, also Wochenenden, sowie auch Unterrichtstage ein. Das ist auch im vorliegenden Fall gegeben, denn dieser Termin reicht von Samstag bis Mittwoch. Abschließend möchte ich anmerken, dass die angesprochenen Teilnahmebeiträge von den Lehrkräften selbst zu entrichten sind. Zusatzfrage, Herr Kollege Greilich. Herr Minister, vielleicht können Sie mir noch erläutern, warum konkret diese Fortbildungsveranstaltung nicht in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden kann, wie auch und ob ansonsten Ihre Antwort auch gilt für die Fortbildungsveranstaltung in der zweiten Dezemberwoche, 3 Tage oder in der Zeit direkt vor den Osterferien, 2 Wochen vor den Osterferien, 10 Tage. In Stephansdorf, Südtirol, da soll es auch sehr schön sein. Und gibt es auch die Möglichkeit, weil ich das noch nachschieben darf, Herr Präsident, vielleicht ausnahmsweise, gibt es auch die Möglichkeit für Abgeordnete dort teilzunehmen? Herr Kultusminister. Und Herr Greilich, wie ich eben schon dem Abgeordneten Bellino zur Antwort gegeben habe, wenn wir danach Sie auch zum entsprechenden Einsatz in der Schule verpflichten können, dann können wir darüber gerne reden. Zu sonstigen Einzelveranstaltungen bitte ich um Verständnis, dass ich zu den konkreten Hintergründen der jeweiligen Buchung nichts sagen kann. Aber allgemein möchte ich 2 Dinge feststellen, nämlich erstens, in der Ferienzeit sind solche Buchungen natürlich problematisch, weil die Häuser eben in der Ferienzeit typischerweise touristisch genutzt werden, daher ausgebucht sind. Das heißt, das lässt sich einfach besser und auch deutlich günstiger organisieren, wenn es nicht in der Hauptferienzeit liegt. Und ich finde offen gestanden, es ist auch eine vernünftige Balance, wenn man sagt, die Lehrkräfte investieren hier mal mindestens ein Wochenende, investieren die Teilnahmebeiträge, aber ansonsten halte ich noch mal fest, es ist eine dienstliche Verpflichtung und deswegen ist es auch angemessen, dass sie auch teilweise an Unterrichtstagen stattfinden kann. Keine weiteren Zusatzfragen, dann rufe ich auf die Frage 622, Herr Abgeordneter Merz. Ich frage die Landesregierung, welche Vorkehrungen trifft sie zur Vermeidung von Obdachlosigkeit beim Familiennachzug zu zugewiesenen Asylbewerbern, Asylberechtigten oder Flüchtlingen mit Bleiberecht nach der Genfer Flüchtlingskonvention, die in Gemeinschaftsunterkünften leben? Herr Sozialminister Grüttner. Abgeordneter, die asylberechtigten und anerkannten Flüchtlinge sind überwiegend leistungsberechtigt in der Grundsicherung für Asylarbeitssuchende nach dem SGB II.
Im Falle des Familiennachzuges würde das auch für die Familienangehörigen gelten. Demzufolge sind die kommunalen Träger dieser Leistungen nicht für die Beschaffung von Unterkünften zuständig. Sie haben den Unterkunftsbedarf finanziell sicherzustellen, unabhängig davon, ob die Leistungsberechtigten beispielsweise in einer angemieteten Wohnung oder in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen. Im Rahmen des Maßnahmenpaketes zur Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen sind die Mittel in Hessen im Hinblick auf den Wohnungsbau drastisch gesteigert worden. Dazu kamen Bundesmittel und die Mittel im Kommunalen Investitionsprogramm für den Wohnungsbau. Wendet Hessen in den Jahren 2015 bis 2019 rund 1 Milliarde Euro auf. Kollege Merz, Zusatzfrage, bitte schön. Herr Minister, sind Ihnen denn Meldungen über dieses Problem bekannt? Haben Sie eine Einschätzung über den Umfang und haben Erörterungen mit den kommunalen Spitzenverbänden oder mit Kommunen stattgefunden in dieser Frage? Herr Minister, bitte schön. Versuch's noch, ja. Herr Abgeordneter, bisher sind diese Fragen von kommunaler Seite noch nicht an mich herangetragen worden. Momentan diskutiere ich mit den Kommunen Situationen von Leerständen und der finanziellen Ausgleichszahlungen für diese Leerstände. Keine weitere Frage. Dann darf ich zunächst einmal Ihre Aufmerksamkeit bitten für einen Gast, den wir haben. Ich begrüße auf der Tribüne den Vorsitzenden der Duma der Oblast Jaroslawl, Herrn Michael Borowitzki, sowie die Mitglieder seiner Delegation, Abgeordnete aus der Duma. Herzlich willkommen, Herr Präsident. Die Partnerschaft zur Jaroslawl besteht 25 Jahre. Das ist der Grund Ihres Besuches. Ich freue mich sehr, dass Sie uns hier als Gast die Ehre erweisen, und wir werden es heute noch sehen. Schönen Aufenthalt in Wiesbaden. Dann haben wir die Frage 623, Frau Kollegin Löber. Welche Auswirkungen auf den Rettungsdienst in Hessen erwartet die Landesregierung nach dem Urteil des Bundessozialgerichts, wonach in Rettungswagen in Mecklenburg-Vorpommern keine Honorarnotärzte mehr beschäftigt werden dürfen? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, das Bundessozialgericht hat nicht in der Sache entschieden, sondern die Revision gegen das Urteil des Landessozialgerichtes Mecklenburg-Vorpommern nicht zugelassen. Das Bundessozialgericht hatte sich im vorliegenden Falle nur mit der vom Kläger vorgebrachten Argumentation auseinandersetzen müssen, das Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern sei von höchstrichterlicher Rechtsprechung abgewichen. Dies wurde vom Bundessozialgericht verneint. Andere Revisionsgründe wurden nicht geprüft. Ob dies wirklich Relevanz für weitere oder andere Entscheidungen hat, ist zurzeit noch offen. Eine Entscheidung des Landessozialgerichtes Darmstadt in dieser Angelegenheit liegt noch nicht vor, sodass es schlicht und einfach abzuwarten ist, wie dieses Gericht entscheiden wird. Auch ob eine solche Entscheidung dann gegebenenfalls in Revision gehen kann. Unabhängig davon, sollte in Hessen eine Sozialversicherungspflicht seitens der Sozialgerichtsbarkeit vertreten werden, hätten die meisten hessischen Notarztsysteme Probleme, ihre Stellen mit qualifizierten Notärzten zu besetzen. Hier ist sicher weniger der finanzielle als der arbeitszeitrechtliche Aspekt ausschlaggebend. Nächste Frage, Frage 624, Frau Abgeordnete Wallmann. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie Überlegungen des Bundeslandes Bremen, wegen der Kosten der Flüchtlinge die Erreichung des strukturellen Haushaltsausgleiches erst nach 2020 in Betracht zu ziehen? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Frau Abgeordnete Wallmann, die Hessische Landesregierung steht in Überlegungen des Bundeslandes Bremen vor dem Hintergrund des geltenden verfassungsrechtlichen Regelwerkes äußerst skeptisch gegenüber. Nach den für die Länder einheitlich geltenden Vorgaben der Schuldenbremse des Grundgesetzes sind die Haushalte der Länder ab dem Jahr 2020 grundsätzlich ohne neue Kredite auszugleichen. Ausnahmen davon sind nur zur Abfederung von konjunkturellen Schwankungen
bei Naturkatastrophen sowie beim Vorliegen von außergewöhnlichen Notsituationen vorgesehen. Sofern die Hansestadt in Betracht zieht, über das Jahr 2020 hinaus vom strukturellen Neuverschuldungsverbot abzuweichen, müsste sie damit dauerhaft vom Vorliegen einer außergewöhnlichen Notsituation ausgehen. Eine solche Einschätzung wird von der Landesregierung nicht geteilt, auch vor dem Hintergrund der zuletzt stark rückläufigen Flüchtlingszahlen sollte jedenfalls auch die Lage sich in Bremen entsprechend entspannen können. Das Bundesland Bremen gehört ja zu den Haushaltsnotlageländern, die jeweils Konsolidierungshilfen vom Bund und der Gesamtheit der Länder enthalten. Deshalb unterliegt die Haushaltsführung des Bundeslandes Bremen auch der Haushaltsüberwachung durch den Stabilitätsrat. Dieser hat im Rahmen seiner Sitzung im Juni 2016 festgestellt, dass der Stadtstaat bislang keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen hat, um seine Konsolidierungsverpflichtungen, seine eigenen Konsolidierungsverpflichtungen einzuhalten. Gleichzeitig hat er Bremen übrigens als erstes Bundesland mit einem blauen Brief zu einer Verstärkung seiner Sanierungsanstrengungen aufgefordert. Keine weiteren Wortmeldungen dazu. Dann komme ich zur Frage 629, Frau Abgeordnete Wolff. Ich frage die Landesregierung, inwiefern hat aus Ihrer Sicht das Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre, Qualitätspakt Lehre, zu einem Kulturwandel an den Hochschulen, einer deutlichen Aufwertung der Lehre sowie ihrer strukturellen Stärkung geführt? Herr Staatsminister Rhein. Verehrte Frau Abgeordnete Wolff, mit dem beschlossenen oder 2010 beschlossenen Programm Qualitätspakt Lehre unterstützen der Bund und die Länder die Verbesserung von Studienbedingungen und Lehrqualität an deutschen Hochschulen. Dafür standen bzw. stehen in zwei Förderphasen zwischen 2011 und 2020 rund 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Und die hessischen Hochschulen, das ist sehr erfreulich, waren in diesem wettbewerblich ausgerichteten Programm überproportional erfolgreich. Man kann sagen, mit roundabout 90 Millionen eingeworbenen Euro. Und insoweit gehe ich auch davon aus, dass das von Ihnen genannte Programm zusammen mit vielen anderen Maßnahmen des Landes, ich nenne nur den Preis Exzellente Lehre beispielsweise, zu einem Kulturwandel bzw. zu einer deutlichen Aufwertung der Lehre geführt hat, soweit es die deutliche Aufwertung der Lehre, aber natürlich auch die strukturelle Stärkung der Lehre betrifft, lässt sich der Erfolg des Programms am besten anhand einzelner Beispiele dokumentieren. Ich will exemplarisch zwei nennen. Exemplarisch möchte ich nennen das Projekt Starker Start ins Studium, das die Goethe-Universität aufgelegt hat. Übrigens das am höchsten dotierte Programm im Rahmen dieser Initiative. Dadurch will die Hochschule die Studieneingangsphase systematisch verbessern, indem sie die eingeworbenen Mittel zur Errichtung von 4 fachbereichsübergreifenden Zentren für Sozialwissenschaften, für Geisteswissenschaften, für Naturwissenschaften und für die Lehrerbildung einsetzt. Beispielsweise bei den Naturwissenschaften arbeiten in diesem Zentrum zusammen Mathematiker, Physiker und Chemiker, um eben die Grundlagenausbildung zu verbessern. Ein weiteres Beispiel will ich nennen, weil es ein interessantes Beispiel ist, das den die Lehre stärkenden Struktur- bzw. Kulturwandel in der Hochschullandschaft veranschaulicht. Das ist das Programm KIWA, das an der TU Darmstadt aufgelegt worden ist. KIWA steht für Kompetenzentwicklung durch interdisziplinäre und internationale Vernetzung von Anfang an. Und hier ist in der ersten Projektphase, die bis zum September 2016 läuft, sollten junge Menschen für ein Studium der MINT-Fächer begeistert werden, wurde die interdisziplinäre Vernetzung in der Lehre intensiviert und ist insbesondere die Studieneingangsphase sehr gestärkt worden, unter anderem durch eine personelle Verstärkung der mathematischen Ausbildung an der TU. Zusatzfrage, Frau Kollegin Wolff. Herr Minister, Sie erwähnten eben den Hessischen Preis für Exzellenz in der Lehre, der wieder aufgegriffen werden soll. Welchen Stellenwert nimmt dieser Preis für Sie in diesem Zusammenhang der Fragestellung ein? Herr Wissenschaftsminister Rhein.
Der Preis, verehrte Frau Abgeordnete Wolf, nimmt aus meiner Sicht einen hohen Stellenwert ein, weil natürlich nur dort, wo eine exzellente Lehre stattfindet, eben auch ein gutes Studium möglich ist. Und deswegen finde ich, dass wir prämieren sollten durch entsprechende Jurys, in denen natürlich sich auch Studierende befinden, aber auch andere, prämieren sollten, wenn besondere Anstrengungen unternommen werden an den Hochschulen, an den Universitäten. Und deswegen haben wir beschlossen, diesen Preis wieder aufzulegen. Er ist kurzfristig auf Eis gelegt worden, weil einer der Partner, der den Preis mitfinanziert hat, bedauerlicherweise ausgestiegen ist. Ich muss zugestehen, wir haben bis zum heutigen Tage dann eben keinen weiteren neuen Partner gefunden, was dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, dann machen wir es eben alleine. Auch das können wir in einer etwas abgespeckten Form. Aber ich glaube, dass es zu dem Komplex in der Fragestellung, die Sie gestellt haben, durchaus ein wichtiger Beitrag ist. Keine weitere Zusatzfrage. Ich rufe auf die Frage 630, Herr Abgeordneter Hofmeister. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie aus hessischer Sicht die aktuelle Bund-Länder-Initiative zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers, genannt Innovation Hochschule, die zum Ziel hat, Hochschulen darin zu unterstützen, sich zu profilieren und ihre strategische Rolle in regionalen Innovationssystemen zu stärken? Herr Staatsminister Rhein. Herr Abgeordneter Hofmeister, die Förderinitiative mit dem Namen Innovative Hochschule ist eine Initiative, die darauf abzielt, den strategischen Auf- und Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft sowie anderen gesellschaftlichen Akteuren zu fördern und Ideen, Wissens- und Technologietransfer strategisch weiterzuentwickeln. Sie ist mit bis zu 550 Millionen Euro für zwei Auswahlrunden à 5 Jahre ausgestattet und richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Universitäten sowie an Fachhochschulen. Dass die Hessische Landesregierung sie begrüßt, liegt insoweit ein bisschen auch auf der Hand, als sie sie mitverhandelt hat und der Ministerpräsident sie mit den anderen Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler auch unterschrieben hat. Aber in der Tat ist es so, dass wir als Landesregierung ihre Ziele ganz besonders teilen. Ich will zugeben und ich will auch offen zugestehen, dass ich es bedauert habe, dass sie so im Geleitzug des Hypes um die Exzellenzinitiative vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Nichtsdestotrotz halte ich sie für eine der reizvollen Initiativen und auch sinnvollen Initiativen, die gestartet worden ist, weil sie eben das Ziel einer Stärkung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft mit einer sehr hohen Priorität verfolgt und weil uns allen klar ist, dass nur durch einen engen Schulterschluss von Wissenschaft und Wirtschaft und durch einen sehr intensiven Transfer von Wissen und Technologie innovative Forschungsergebnisse ihre Wirkung auf Wachstum und Beschäftigung entfalten können. Im Rahmen des neuen Hochschulpaktes 2016 bis 2020 haben wir deswegen auch mit den Hochschulen oder ist zwischen Hochschulen und Landesregierung vereinbart worden, genau diesen Wissens- und Technologietransfer weiter auszubauen und hierfür auch hochschulweite Gesamtstrategien zu entwickeln. Und gerade da sich die innovative Hochschule, ich will das mal verkürzt ausdrücken, insbesondere auch an Hochschulen richtet, die bereits über eine kohärente Strategie für ihre Interaktion mit Wirtschaft und Gesellschaft sowie Strukturen und Erfahrungen im Ideen-, Wissens- und Technologietransfer verfügen, sind wir der festen Überzeugung, ist die Hessische Landesregierung der festen Überzeugung, dass gerade die hessischen Hochschulen aufgrund all dessen, was angelegt ist durch Löwe und die dritte Förderlinie von Löwe, dass gerade die hessischen Hochschulen in einer sehr guten Ausgangslage sind in dieser Frage. Und insoweit erachten wir die Förderinitiative für die im Wissens- und Technologietransfer sehr aktiven Hochschulen als eine große Chance und können sie nur sehr intensiv zur Teilnahme ermutigen. Dann kommen wir zur Frage 631, Frau Abgeordnete Wiesmann. Wo ist sie? Frau Wolf, Sie übernehmen, bitte schön. Frage die Landesregierung. Wann ist nach Ihrer Kenntnis mit der Einweihung des Neubaus des Deutschen Instituts für internationale pädagogische Forschung, DIPF, auf dem Campus Westend in Frankfurt am Main zu rechnen? Herr Staatsminister Rhein. Ja, auf dem Gelände des Campus Westend der Goethe
Uni entsteht auf Basis eines kostenlosen Erbbaurechtes ein Neubau des DIPF mit integrierter Kindertagesstätte. Der Neubau wird von Bund und Land 50-50 gefördert mit insgesamt rund 43 Millionen Euro. Und nach der derzeitigen Planung soll der Umzug Ende 2017 beginnen. Die offizielle Einweihung ist dann für das Frühjahr 2018 geplant. Dankeschön. Noch eine machen wir. Das ist die Frage 632. Herr Abgeordneter Hahn. Ich frage die Landesregierung, wann werden den Abgeordneten des Hessischen Landtags die konkreten Ergebnisse der interministeriellen Arbeitsgruppe unter Leitung von Staatssekretärin Dr. Beatrix Tapeser und Staatssekretär Matthias Samson zur Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bzw. Interessenausgleichen zwischen Naturschutz und Windkraft vorgestellt, wie durch die hessische Umweltministerin Priska Hinz am 28. April 2015 im Hessischen Landtag zugesichert? Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Hahn, vielen Dank für Ihre Frage, die sich, soweit ich das dem Protokoll der Sitzung vom 28.04.15 entnehme, auf das seinerzeit erwähnte integrative Gesamtkonzept für das Vogelschutzgebiet Vogelsberg bezieht. Hierbei ging es darum, mithilfe eines umfassenden Vermeidungs- oder Schutzansatzes einen weiteren moderaten FFH-verträglichen Ausbau der Windenergie im Vogelschutzgebiet Vogelsberg zu ermöglichen und naturschutzfachliche Konflikte mit dem Gebietsschutz so weit wie möglich zu minimieren. Gerne ergreife ich die Gelegenheit, hierzu den aktuellen Sachstand darzustellen. Und es ist seit dem April 2015 im Rahmen von Gesetzgebungsaktivitäten des Bundes die Förderbedingungen nach dem EEG geändert worden. Das gilt dann ab dem 01.02.2017. Daraufhin haben wir als Landesregierung reagiert und unsere Verfahren weiter gestrafft, denn wir wollten ja die im Landesentwicklungsplan festgeschriebenen Ausbauziele an erneuerbaren Energien erreichen, so wie das zu Ihrer Regierungszeit auch festgehalten wurde. Wir haben daher den Schwerpunkt der Aktivitäten in die konkreten Planungs- und Genehmigungsverfahren hinein verlagert, mit dem Ergebnis, dass das Konzept direkt als ein fester Bestandteil in den Entwurf des Teilregionalplans Energie Mittelhessen eingeflossen ist. Ich gehe davon aus, dass Ihre Fraktion sich bereits mit dem Entwurf des Teilregionalplans einschließlich Umweltbericht auseinandergesetzt hat. Dieser ist bereits seit längerer Zeit auf der Internetplattform des Regierungspräsidiums Gießen einsehbar, und er war auch Bestandteil der Anhörungsunterlagen zur zweiten Anhörung und Offenlegung. Sie wissen, dass den Teilregionalplänen Energie für die drei hessischen Planungsregionen zukünftig eine zentrale Rolle zukommt in der Frage, welche Flächen im Einklang mit den naturschutzrechtlichen Erfordernissen planungsrechtlich für die Windenergienutzung zur Verfügung stehen. Daher sind die von Ihnen nachgefragten Inhalte des integrativen Gesamtkonzepts im entsprechenden Teilregionalplan am besten aufgehoben. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Rock. Frau Ministerin, Sie haben persönlich hier im Landtag im Protokoll nachzulesen, Sie haben ja darauf hingewiesen, geäußert, ich kann Ihnen das gerne nicht nur der FDP, sondern natürlich auch den anderen Fraktionen zur Verfügung stellen, wenn es fertig ist. Das ist doch eine eindeutige Bringschuld von Ihnen, wenn Sie das so äußern gegenüber dem Landtag. Frau Staatsministerin Hinz. Das Konzept wurde als solches dann nicht weiter von der Hessischen Landesregierung verfolgt, sondern es wurde im Einvernehmen zwischen den Beteiligten im Teilregionalplan Mittelhessen verankert, und zwar sukzessive, so wie das zwischen den beteiligten Verbänden und dem Regierungspräsidium Gießen als obere Naturschutzbehörde geplant wurde und dann dort eingefügt wurde. Zusatzfrage, Kollege Hahn.
Ich will es einmal andersrum versuchen. Wieso haben Sie Ihre Zusage, die Sie hier am 25. April des vergangenen Jahres eingegangen sind, nämlich das Konzept selbstständig zur Verfügung zu stellen, nicht eingehalten? Frau Staatsministerin Hinz. Weil, wie ich Ihnen gesagt und erläutert habe, das Konzept nicht von der Landesregierung oder von dem Umweltministerium erstellt wurde, sondern in Übereinkunft mit den Verbänden und dem Regierungspräsidium Gießen in Teilen besprochen und dann nach und nach in den Teilregionalplan Mittelhessen überführt wurde. Und dieser ist auf der Internetplattform des RP Gießen veröffentlicht und auch mit dem Umweltbericht der Öffentlichkeit bekannt gegeben worden. Insofern ist alles öffentlich, und Sie können sich über Teile, aber auch über das Gesamte, wie dort mit dem Vogelschutzgebiet im FFH-Gebiet umgegangen wird, informieren. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Rentsch. Das war ja gerade nicht die Frage meines Kollegen Hahn. Sind Sie denn bereit, das Konzept im Ausschuss mal vorzustellen? Frau Staatsministerin Hinz. Wenn es Bedarf gibt, seitens des Umweltausschusses darüber zu diskutieren, jederzeit. Bislang hat mich diese Anfrage nicht erreicht. Meine Damen und Herren, damit schließe ich für heute die Fragestunde. Ich bedanke mich bei den Beteiligten. Alle anderen Fragen im nächsten Plenum.